Ja, hallo Freunde der Spiegeltour, willkommen bei Dead in Wineland, beziehungsweise Death in Wineland. Dead in Wineland, es tut mir so leid. Das ist nicht sehr professionell, was ich hier gerade tue. Wir werden jetzt mal mit der Göttin sprechen. Und, ja toll, das Ergebnis ist komplett unterschiedlich. Moira ist zwar die Schlauste, aber ich würde wieder die Mutter nehmen. Ich habe auch irgendwie so eine Tendenz zu der Mutter. Du gehst zum Thron, außer Reichweite der Katzen. Für alle Fälle. Während du dich räusperst, kommst du dir mit dem, was du vorhast, ein wenig dämlich vor. Du hebst die linke Hand und beginnst, die Beschwörung laut aufzusagen. Hör mich an, oh. Ich würde Freya dann sagen. Gerechte Frau der Ruhmreichen. Asen? Bannen? Riesen? Tochter des... Wo soll ich das denn jetzt alles wissen? Sie ist blau. Vielleicht Njörd? Erwache aus deinem ewigen Schlaf und sprich zu mir. Nachdem du die Worte zu Ende vorgedrängt hast, bemerkst du, dass die Katzen sehr leise sind und dich die ganze Zeit beobachtet haben. Du wartest eine Weile ungeduldig darauf, dass etwas passiert, als sie zu miauen beginnen. Du kannst nur daran denken, dass sich diese verdammten Katzen in ihrer eigenen Sprache über dich lustig machen. Du wartest und wartest, ganz schön lange, aber es passiert einfach nichts. Du musst die falschen Worte aufgesagt haben, oder ist das nur ein Scherz? Du kapierst irgendwie gar nichts mehr. Und was ist, wenn ich das mit dir mache? Hör mich an, oh. Ohne Scheiß, es gibt so viele unterschiedliche Konstellationen, die hier möglich wären. Und du weißt ja vorher gar nicht, was richtig ist. Soll ich mal eben nachschauen online? Ich glaube, ich gucke jetzt wirklich einfach mal online nach. Blauer nordischer Gott. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht verfolgen. Strother. Nee, Shiva nicht. Blaue Götter, der Mythos auf der Spur. Das sieht doch ganz interessant aus. Osiris war grün. Blaue Hautfarbe im Hinduismus. Ach, viel besser übrigens. Der Gott Frigg. Bei der nordischen Göttin Frigg ist die Gemahlin von Odin, der nordischen Mythologie, das kann schon mal sein, und gehörte zu den Asen. Aber wenn das die Gemahlin von Odin wäre, kann das schon nicht sein, weil es kommt ja als zweites Tochter von Schieß mich tot. Das wäre aber der Gott der Fruchtbarkeit. Was ist Freya? Ist das jetzt Cheaten oder ist das einfach nur sich für was interessieren? Altnordisch für Herrin ist der Name der nordischen Wannengöttin der Liebe und der Ehre. Sie gilt als zweite Göttin des nordischen Pantheons nach Frigg, mit der sie in neuzeitlichen Rezeptionen oft gleichgesetzt oder verwechselt wird. Aber diese würde benutzt, also die hätte ein Wannen. Wannen ist eins der beiden Geschlechter der Götter. Und was wäre das letzte, was es gibt? Ich erzähle jetzt, was ich eigentlich lese. Sif. Ist der, die Gattin des Donnergottes Thor. Mit ihm zeugt sie ihre Tochter namens Trud, Kraft. Und einen schnellen Bogenschützen. Also wenn sie sich ein bisschen dran gehalten haben. Könnte es ja doch Frigg sein.
Es ist aber dann die Gemahlin von Odin. Die rechte Frau der ruhmreichen Asen, Tochter des, ja, nach der wird übrigens der Freitag benannt. Ja, Odin ist eigentlich ihr Gemahl dann. Es passiert nichts. Was sagt denn das Aufgabenprotokoll? Erwecke die blaue Göttin. Komisch. Gibt keine blauen Götter übrigens in nordischen Sagen. Kann das Symbol mir sagen, was für ein Gott das ist? Ich gehe einfach erstmal zurück ins Lager. So. Naja, relativ schrecklich, ne? Du kannst auch nicht angeln. Ja, ihr müsst eure Depression bekämpfen und Moira wird den Kram da herstellen. Es geht gerade nicht anders. Meine Tochter ist betrunken. Und du bist einfach erschöpft. Wasser wird voll gemacht. Du sammelst mehr Heilpflanzen, damit wir das Leinen bekämpfen können. Ja. Du kannst ein bisschen angeln und du kriegst sogar 6 Fische raus. Und du machst 5 Holz. Tja, der vertraute Hufschlag von Elofs Maulesel ist bereit, auf einige Entfernung zu hören. Da kommt wieder der menschliche Abfall in Person. Oh nein, wenn wir es diesmal bitte schnell hinter uns bringen können. Hallo, hallo, meine kleinen Schweinchen. Zeit für euren Tribut. Übergebt Onkel Elof eure wertvollen Ressourcen, Zwinker, Zwinker. Ich gebe 30 Holz. Hier, wir wollen keinen Ärger. Bahaha, wenn ihr immer noch nicht kapiert habt, dass ihr tief drin steckt, dann seid ihr wirklich dümmer, als ich gedacht habe. Danke für eure Zeit. Es war mir eine wahre Freude, meine kleinen Küken. 30 frisches Obst. 30 frisches Obst? Wie soll das denn machen? So, du produzierst deine eigene Sache, um dich zu heilen. Depression nimmt jede Nacht ab. Ein Holz wird zu 20 bis 30 Feuerintensität.
Weniger Erschöpfung während der Herstellung. Holzfällen für zwei Charaktere. Plus 25 Ertrag durchs Holzfällen. Ruhebereich. Nickerchen für zwei Charaktere. Mehr Erschöpfungsregeneration. Trinken für drei Charaktere. Was haben wir hier? Bierbrauen verbraucht ein Weizen weniger. Das bringt alles nichts. Dörrkammer. Wir können Fisch und Fleisch konservieren, wenn wir sie pörkeln und ein oder zwei Tage lang dörren. Ermöglicht aber auch das Dörren von vier frischen Obst. Ja, was soll ich machen? Wir müssen Sachen dörren. Weil wie soll ich denn sonst das frische Obst abgeben? Ist ja nicht so, dass wir schon genug Probleme haben. Ah, du bist genauso schlecht in Waldarbeit. Wie ich das gerade sehe. Kochen 38. 69% Chance, dass wir Erfolg haben mit dem Kochen. 38, 40. Und mit dir sollten wir lieber frisches Obst ernten. Müssen wir jeden Tag mindestens einmal machen, sonst weiß ich nicht, wie ich den Tribut bezahlen soll. Keine Ahnung. Und nach der Folge muss ich mich über nordische Götter schlau machen. Ich hätte mal in die Falle reingucken sollen. Ach, sie hat alle Fisch gebraten. Also den gesamten Fisch braten können. Das ist schon mal gut. Vier frisches Obst, das Minimum, was sie machen konnte. Fünf rohen Fisch bekommen und du erkundest weiter das Gebiet. Ach, eine Begegnung. Tja, wen nehmen wir denn? Ihr zeigt denen schon, wie es laufen wird. Oh, der Messerstecher fängt an. Oh nein. Komm, weich aus. Okay, ein Schaden, damit kann ich leben. So, kann nur in der Fernkampfreihe genutzt werden. Der Fallregen. Genauigkeit 65%. Bist du so angepisst, dass du so schlecht triffst? Oder liegt das am Regen? Verfehlt. Dann kriegst du noch den Bonus auf Ausweichen. Und du wartest auf die nächste Runde. Wir hatten schon ewig keine Begegnung mehr.
Buff dich doch noch mehr. Beliebiger Gegner der Nahkampfreiche. Schaden 2 bis 3. Schaden 1 bis 3. Was hast du für Buffs? 1 AP. Und jetzt hast du minus 1 AP. So, und jetzt ist Knut dran. Bullenangriff. 2 bis 4 Schaden beim Vorpreschen. 20% Chance auf Crit. Ha, er hat es nicht geschafft, den zu töten. Jetzt ist der andere in die hintere Reihe gerutscht. Oh, wir haben minus 2 AP von einem dauerhaften Debuff. Da müsste ich mal gucken, was das überhaupt war. Hätte ich den lieber nicht mitgenommen. Verfehlt. Versuch dein Bestes. Sehr schön. Der Fallregen hat was gebracht. Und dann schickt man dich direkt wieder in den Ausweichmodus. Oh nein. Debuff minus 1 AP, oder? Ja. Ne, Initiative minus 1 ist natürlich toll bei jemand, der schon Initiative minus 1 hat. Beliebiger Gegner der Nahkampfreihe, dann nehmen wir uns mal den Bogenschützen. Und mit etwas Glück kriegen wir beide jetzt getötet. Hast nicht irgendwas? Beliebigen Gegner der Nahkampfreihe, wilder Hieb, alle Gegner der Nahkampfreihe, Schaden 2 bis 5. Ah, den anderen hat er verfehlt. Aber jetzt kommt ja unsere nette Dame wieder. Die kann ja nochmal einen Fallregen machen. Boah. Und das bei 50% Trefferchance. Ich will ja nicht den Wahrscheinlichkeitsgott huldigen, aber ich sollte heute Abend ihm ein Opfer bringen. Ein Toffifee oder sowas. Auf die Fensterbank legen. Aber dieser Kampf lief großartig. Toll, die haben Milch dabei. Schellkrautpulver ist schon mal gut. Ein paar Pfeile ist gut, weil dann können wir einmal jagen gehen. Also alles eigentlich gut. Toll, die hat einmal wieder... Weißt du, die hat einmal Obst gesammelt und das Ding ist so runtergegangen. 7 bis minus 15%. Und ich habe so lange das Zeug da einfach stehen lassen. Hey, Eirik, ich habe heute etwas Bier gefunden. Teilst du eins mit mir? Teilst du dir eins mit mir? Dazu kann ich nicht Nein sagen. Danke, Moira. Vor allem, wo findet die etwas Bier? Du brauchst mir nicht danken. So machen wir das in der Familie. Sköll. Sköll. Prost. Ich frage mich ständig, wer diese Männer waren, die unser Haus niedergebrannt haben. Hackbart. Was? Das waren Hackbarts Männer. Hackbart wie Hackbart, Thors Hammer? Willst du das damit sagen? Ja. Des Jarls eigener Bruder? Wow, darauf wäre ich nie gekommen.
Und wer wusstest du, wie Hagbards Männer aussehen? Hm. Ich weiß es, das ist alles. Hm. Ja, hm. Boah, viele Punkt-Punkt-Punkt-Dialoge. Ich kann's... Es ist echt krass. Ich war immer auf einem Überfall mit ihm, als ich noch jung und dumm war. Was hat dir das gebracht? Sie oder andere, das macht doch keinen Unterschied. Was hat dir das gebracht? Sie oder andere, das macht doch keinen Unterschied. Nein, aber es ist ein Stück des Puzzles. Wenn ich alle Teile habe, kann ich es vielleicht beenden. Rätsellöser für 4 Tage und wissbegierig. Oh, der nette Herr wird ganz schön depressiv langsam. Aber dafür können wir ein bisschen essen mal endlich. Saugt es euch rein. Erstmal die Hungrigsten unter euch. Auch wenn Fisch jetzt nicht so geil ist, aber besser als das, was wir die letzten Tage immer hatten. Äh, 20 bis 50% des Bestands werden jede Nacht zu gekochte Mahlzeit. Also der rohe Fisch, macht das Sinn? Ich muss die alle einmal unter 50 drücken. Anscheinend wollen die nachts einfach mal kochen lassen. Die gute Frau mal voll erschöpft. Tja. Nein, es macht keinen Sinn. Es wird mich doch zu verdorbenen Essen. Es wird nicht zu plötzlich gekochten, zu gekochten Mahlzeiten. Das wäre ja mehr als merkwürdig, oder? So, Freunde der Spekulation, ich muss jetzt aber schon den Break machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder morgen. Ansonsten, ja... Bleibt mir treu und bis dahin alles Gute. So, schauen wir mal eben. Immer das Erntelager hat sich halbwegs regeneriert. Aber die Dame muss jetzt eh ausruhen. Da wird nichts geerntet. Vor allem, weil die Nutzung damit echt blöd ist. Und warum ist Knut eigentlich so schlecht drauf? Keine Ahnung.